Das vierte Curriculum, welches ich vorstellen möchte, ist das Curriculum Systemische Beratung für Young Professionals. Ein Curriculum, welches wir vor etlichen Jahren entwickelt haben, als ein Querschnittscurriculum durch die drei anderen großen Züge. Und so sind wir zu einer Zusammenstellung gekommen, die sich an eine Gruppe richtet, die im Durchschnitt 30 Lebensjahre alt ist und sich in den ersten 2 bis 4 Jahren Beruf bewegt. Damals aus der Erfahrung, dass uns erfahrene Kollegen gesagt haben, dass sie gerade diese Qualifizierungselemente, Professionalisierungselemente genutzt hätten zu Anfang ihrer Tätigkeit in Organisationen. Es ist ein Querschnittscurriculum durch die drei anderen großen Themen. Das heißt, neben einer Auseinandersetzung mit systemischen Ideen, systemischen Basiskonzepten, hängen wir Bausteine zum Thema Teamentwicklung, Teamarbeit mit Teams an, hängen einen Baustein zum Thema Coaching an und dann gegen Ende des Curriculums ein Baustein zum Thema Organisationswirklichkeit und bietet damit einer Gruppe, die sich aufmacht in die Welt der Berufe und der Organisationstätigkeiten, sich nochmal intensiv mit sich selbst in einer Art Orientierung auseinanderzusetzen und auch mit einer systemischen Qualifizierung auseinanderzusetzen, die sie rüstet für die Herausforderungen in Organisationen.